2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hallo und herzlich willkommen bei Seilspringen-Lernen.de bei Springseil Power mit René. Heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, wie du den Alternate-Step noch besser in der Koordination lernen kannst. Hab also gehört, dass manche Probleme haben, den Alternate-Step entsprechend von der Kondition hinzubekommen. Wollen wir erstmal kurz zeigen, wie der Alternate-Step im Endeffekt funktioniert. Und zwar, ich kann dir empfehlen, dass du beispielsweise erstmal anfängst mit dem Bounce-Step. Bounce-Step heißt also, auf den entsprechenden Fußballen zu springen und dann halt zu wechseln in den Alternate-Step. Alternate-Step heißt halt im Endeffekt alternieren. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und dabei natürlich die Seildurchschläge zu haben. Das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ich würde dir empfehlen, dass du 1, 2 immer sagst, weil dann brennt sich es entsprechend besser ein, die Bewegung, und du bist dann besser positioniert und hast auch den entsprechenden Drive, dann genau zu wechseln. Ich glaube, das brennt sich wesentlich besser ein. Eine weitere Möglichkeit beispielsweise wäre, wenn du das Seil entsprechend aufschlagen lässt, und zwar einfach schwingen und dann immer auf einem Bein und dann das andere entsprechend wechselst. Also zum Beispiel fangen wir mal erst an. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Wichtig dabei ist, wenn du siehst, jetzt verdreht sich auch das Seil, aber das ist nicht weiter wild. Das ist halt so, wenn man schwingt. Wichtig dabei ist, dass du immer abwechselnd mit den Füßen entsprechend springst. Und du kannst natürlich auch die entsprechende Schnelligkeit steuern. Und versuch mal darauf zu achten, dass du auf der Stelle bleibst. Also ich bin jetzt auch nicht gerade so auf der Stelle geblieben, aber auf der Stelle bleiben ist sinnvoll, weil du nachher, wenn du das Seil entsprechend schwingst, dort nicht entsprechend hängen bleibst. Ist ja klar, wenn du jetzt zum Beispiel hier auf der Stelle springst und abwechselst, dann sollte das Seil auch an der gleichen Stelle durchschwingen. Wenn du jetzt natürlich so springst, dann würde das Seil im Endeffekt auch hin und her wackeln. Darum bringt es Sinn, wenn man erstmal auf der Stelle trainiert. Wie gesagt, entweder abwechselnd, so wie du es jetzt siehst, oder eben halt mit dem Seil und versucht dir wirklich mal die 1-2-Methode dort einzuprägen. Also nochmal 1-2, 1-2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jo, mehr gibt es dazu im Endeffekt nicht zu sagen. Wir springen nochmal zum Schluss 120 von diesen Alternate-Steps. Beginnen tun wir, wie gesagt, wieder mit dem Bounce-Step. Und zwar los geht es. Und dann einfach mitmachen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, zwei, eins, 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 zwei. Also versuch auch mal schneller und langsamer zu werden und versuch, auch wenn du nicht nach unten guckst, einfach mal ungefähr den gleichen Platz zu treffen mit den Füßen. Also gestatte dir einfach nur einen kleinen Kreis, wo du immer wieder reintreten willst.
und dann eben halt schneller. So, ich hoffe, dir hat es geholfen. Schreib mal unten in die Kommentare, ob du damit die Koordination mit dem Alternate Step besser erlernen konntest. Wie gesagt, zwei Methoden. Einmal die 1-2-Methode zum Mitzählen. Erste Methode ohne Seil. Und dann die Methode mit dem Schwingen. Also 1. Du siehst also, wenn du das mal variierst und versuchst, im gleichen Rhythmus dort aufzukommen, dann sollte das funktionieren. In dem Sinne, viel Spaß bei dem Alternate Step. Bis dann und ciao, dein René von seilspringenlernen.de und tschüss.